Denn er ist bundesweit unterwegs, auf Republika und in Stuttgart, also überall unterwegs als Speaker, als Kieler, aber in Kiel noch nicht so häufig. Und das wollen wir ändern. Oder ändern wir auf jeden Fall heute an der Stelle. Nils ist Künstler und beschäftigt sich schon ziemlich lange mit dem Thema auch KI und generierende Kunst quasi oder generierte Kunst. Und ja, vielen Dank, dass du da bist und dass du uns heute deinen Impuls oder eine Keynote gibst. Vielen Dank, das mache ich sehr gern. Guten Tag. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Künstler, freier Künstler. Das war ich aber nicht immer. Ursprünglich wollte ich mal also als Jugendlicher Kunst studieren und dann klappte das erst nicht. Und dann klappte es doch, dann habe ich aber stattdessen bin ich in die Restaurierung gegangen. Ich habe also dann Restaurierung von Gemälden und Skulpturen gelernt. Dann habe ich aber gedacht, ja, das ist aber auch nicht das Richtige. Und jetzt machst du mal einen Ausflug in die BWL. Und dann habe ich Werbewirtschaft studiert, wobei denn dieses abgebrochene Studium, das Praxissemester war nicht das Interessanteste in einem größeren Unternehmen in Bonn. Und dann habe ich mich 1993 selbstständig gemacht als Kopist und Auftragskünstler. Ich bin jetzt also seit 30 Jahren genau selbstständig. Habe dann allerdings mein anderes Hobby zum Beruf gemacht, Webdesign. Ich habe Internetseiten gestaltet, Ende der 90er, da war das alles noch Wild West und da wurde ich beauftragt von ein paar befreundeten Agenturen und so wurde das dann erstmal für 15 Jahre mein Hauptberuf und vor etwa 7 Jahren habe ich beschlossen, jetzt machst du eigentlich doch nochmal das, was du schon als Jugendlicher machen wolltest und dann bin ich in die freie Kunst gegangen. Also von daher ein recht wilder Ritt durch die CV. Und ich will Sie jetzt auch mitnehmen auf einen wilden Ritt durch die ethischen Probleme bei KI-Geschichte. Dinge, die man beachten muss, Dinge, die man lösen kann, wenn man das will, aber die per Default Probleme bereiten. Ich konzentriere mich auf bildgenerative KIs. Bei ChatGPT ist es so, dass es natürlich auch ethische Fragestellungen gibt, aber die sind eher subtiler Natur und die fallen auch nicht so auf wie bei den Bildern. Also klar ist, der Geist ist aus der Flasche. Ne? Wir können da jetzt nichts mehr machen. Das ist auch keine Sache mehr, wo man sagen kann, das können wir jetzt nochmal aussitzen, das können wir nochmal abwarten. KI ist nicht nur in aller Munde, KI wird genutzt und zwar massiv. Es ist so, dass ich teilweise Anfragen von Schulen bekomme, die dann sagen, ja, können wir vielleicht mal irgendwie so einen Workshop machen, weil unsere Schülerinnen und Schüler, die benutzen das, aber einige Lehrkräfte, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie da machen und warum die Ergebnisse so schnell plötzlich auf dem Tisch liegen und die Hausarbeiten und Aufgaben. Und das Gleiche gilt auch für Fachschulen, Universitäten, also im gesamten Bildungsbereich ist es angekommen. Es gibt Umfragen, das ist natürlich eine entsprechend, das ist ein Generationengap, kann man sagen. Also die Jüngeren, die ohnehin damit groß geworden sind, mit Thema Digitalisierung, für die ist das völlig normal. Und die benutzen sowohl ChatGPT als auch diese bildgenerativen Tools wie Midjourney, Dolly oder Stable Diffusion oder andere kleinere Tools. Nur die Älteren, die gerade mal so in der Digitalisierung angekommen sind, für die ist das eben noch völlig neu. Was sind bildgenerative KIs? Man kann das bezeichnen als hypothetischen Realismus und Verstärkung gängiger Muster. Und diese Verstärkung gängiger Muster führen dann nachher zu Problemen. Das sieht alles, mit Realismus meine ich nicht, das ist jetzt genau so, wie es tatsächlich aussieht. Realismus ist auch, es sieht realistisch und plausibel aus, so wie ein Drache in Game of Thrones oder Herr der Ringe. Wir alle wissen, es gibt keine Drachen, wahrscheinlich jedenfalls. Nur in diesen Filmen tauchen die eben mit einem plausiblen Realismus auf. Und genau das machen auch die Tools. Ein wichtiges ethisches Thema ist Autorschaft und Urheberschaft. Es ging los, dass natürlich von vornherein immer irgendwelche Stile von Künstlerinnen und Künstlern oder Illustratorinnen zu Rate gezogen werden können, dass man sagen kann, ja, mach mir doch mal so wie hier
ein Fantasiewesen wie der Cthulhu aus dem Horroruniversum von H.P. Lovecraft als Gemälde von Marc Chagall. Und das sieht deshalb auch plausibel aus, weil hier bestimmte Muster von Marc Chagalls Gemälden einfach reproduziert werden. Bei Marc Chagall fliegen immer irgendwelche Sachen durch die Luft, Menschen, Kühe, Kutschen und so. Und hier ist es halt so ein Cthulhu und unten ist dann irgendwie die Kleinstadt wie Tepsk oder irgendeine andere in Weißrussland. Und das sind aber nur Muster. Das sieht nur so aus, als sei das eine Stadt. Das sind einfach nur irgendwelche Muster. Und dazu kommt, dass man eine bestimmte Erwartungshaltung an die Bilder hat. Und da ist dann die große Frage, wenn wir über die Autorschaft reden, dass diese Tools zwar etwas ausgeben, aber trotzdem Sie als Nutzerinnen und Nutzer dieser Tools natürlich trotzdem die Verantwortung tragen für das, was da rauskommt. Ein Beispiel war, und das ist dann ein urheberrechtliches Thema plötzlich geworden, das ist dieses Foto von Steve McCurry, Afghan Girl, das ist ein ikonisches Werk von diesem Fotografen und es gibt von ihm auch sonst keine ikonischen Werke, die so große Verbreitung gefunden haben, ursprünglich im National Geographic. Und normalerweise ist es so, dass diese Tools, diese bildgenerativen Tools, Bilder über Diffusionsfilter so verändern, dass zwar Variationen rauskommen, aber eigentlich keine Fälschung oder Repliken oder Plagiate, 1:1 Plagiate werden eigentlich dadurch verhindert. Das gilt aber eben nicht für besondere ikonische Werke, die wirklich sehr gut dargestellt wird, wie die Mona Lisa, einige andere Motive, Van Goghs Sternnacht oder eben dieses Bild von Steve McCurry. Es war dann eine Zeit lang unmöglich oder bis heute unmöglich, kann man bei Midjourney, Steve McCurry, können Sie versuchen einzugeben, da kriegen Sie eigentlich gar nichts. Wenn Sie aber Afghan Girl eingeben, da bekommen Sie diese Bilder raus. Und hier haben Sie natürlich das Problem, wenn Sie so etwas verbreiten und veröffentlichen auf einer Website, in irgendeiner Pressemitteilung oder so und wissen nicht, dass es eventuell hier ein Plagiatsproblem geben könnte, weil Sie diesen Fotografen nicht kennen. Sie möchten aber aus irgendwelchen Gründen ein Foto von einem afghanischen Mädchen in Ihrer Veröffentlichung haben. Denn wissen Sie nicht, weil Sie davon ausgehen, das ist ja safe, Midjourney macht ja keine Urheberrechtsverletzung, doch, unter Umständen eben doch. Und plötzlich haben Sie eine Klage am Hals. Das muss man bedenken. Dann gibt es das Thema des sogenannten Datenkolonialismus. Das ist so, dass diese Datenbanken natürlich bestehen aus Bildern. Und diese Bilder sind verausgabte menschliche Arbeit. Also das sind ja Artefakte, da haben sich also Künstler, Fotografen, Illustratoren, alle Menschen, die irgendwie Bilder machen, die haben ihre Leistung erbracht. Und teilweise wurden sie noch nicht mal dafür bezahlt und auf alle Fälle, in den meisten Fällen, nicht vernünftig bezahlt. Und der Begriff Datenkolonialismus passt schon, weil hier geht es eigentlich einfach darum, etwas auszubeuten. Das wird von diesen Tools als Rohstoff genommen, einfach, und es wird einfach verwurstet und verwertet. Und man kann sich dagegen auch nicht wehren, das ist auch rechtlich nicht so einfach zu sagen, ich will das einfach nicht, weil beispielsweise in diesem großen Datenset, der von vielen benutzt wird, da sind halt 6 Milliarden Bilder drin. Ja, sollen die jetzt irgendwie da jedes einzelne raussuchen? Das geht nicht. Der Punkt ist, dass diese, nur zum Verständnis, das sind halt Kombinationen, das sind keine Bilddatenbanken, das sind Bild-Text-Kombination. Denn nur so funktioniert es, wenn Sie einen Prompt eingeben, also einen Text eingeben, dass überhaupt ein Bild rauskommt, dass es da ein Match gibt. Und weil diese Bildbeschreibungen aber oft nicht so ganz stimmen oder weil die Bilder zu den Bildbeschreibungen nicht stimmen, führt es dazu, dass diese Bilddatenbanken per Hand raus, die müssen halt durchforstet werden. Und da sind halt Bilder von Gewalt, Folter, Vergewaltigung, Kriegsverbrechen, da ist alles vorhanden, also auch diese Bilder, die wir alle nicht sehen wollen und teilweise zu sehen bekamen aus dem Nahostkonflikt, aus dem Israel-Hamas-Krieg. Und das machen Menschen, die nicht super bezahlt sind, dass sie sich anschließend nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten auch eine entsprechende Traumatherapie leisten können, sondern das wird für 1,20 $ die Stunde wo gemacht, genau im sogenannten globalen Süden, vor allen Dingen in Afrika.
Das ist ein Aspekt, der nicht so ganz bekannt ist. Denn diese Bilddatenbanken sind halt nicht per se unschuldig. Es gibt keine unschuldigen Bilder und es gibt vor allen Dingen keine unschuldigen Bilddatenbanken. Und das wird eben noch per Hand von Menschen durchforstet. Ein wichtiger Punkt. Der ganz neue Knaller ist, in Finnland nimmt man dafür jetzt Strafgefangene. Und das ist natürlich jetzt kann man natürlich fragen, ist es jetzt irgendwie sinnvoll, Menschen, die ohnehin irgendwie mit ein bisschen Aufwand wieder sozialisiert werden sollen, ob man denen unbedingt jetzt solche Aufgaben übertragen sollte, Gewalt, Bilder aus Datenbanken rauszufiltern. Dann ist natürlich die Frage, ob der Markt immer alles regelt und wie der Markt regelt, auch wenn man überzeugt ist, dass Marktwirtschaft erstmal grundsätzlich ganz gut funktioniert. Denn wir haben es hier ja nicht mit kleinen Garagenfirmen zu tun. Oben haben wir die großen Big Player und oben dazu, das habe ich absichtlich gemacht, OpenAI. Wir haben ja jetzt die ganze, das haben Sie vielleicht beobachtet und gesehen und mitbekommen, diese Geschichte mit Sam Altman und wird gefeuert, will zu Microsoft, ist jetzt wieder zurück. Dafür möchte Microsoft auch einen Aufsichtsratssitz haben. Das ist so ein bisschen wie Royals oder was weiß ich, Skandal in Windsor, nur für Nerds gerade gewesen. Und so ein OpenAI ist halt jetzt auch keine kleine Firma. Microsoft ist natürlich schlau, dort nur zu investieren und nicht den Laden schon übernommen zu haben. Denn die haben mal eben, nachdem Altman gefeuert wurde, hat Microsoft nur als Investor 48 Milliarden Dollar waren das, glaube ich, versenkt innerhalb von einem Tag. Das ist so ein Betrag, wo Robert Habeck und Christian Lindner im Moment zusammen Tango tanzen würden, wenn sie die Kohle bekommen könnten für den Staatshaushalt. Und das heißt also, Microsoft investiert lieber nur. Man kann sich vorstellen, hätten die OpenAI übernommen, wie dann der Aktienkurs in Keller gefahren wäre. Und trotzdem ist es so, dass OpenAI mittlerweile vor allen Dingen durch die Sprachmodelle, ChatGPT, Chatbots, gerade so hip sind, dass man an diesen Laden gar nicht mehr vorbeikommt. Das ist einfach so. Und deshalb ist die Frage, wenn man sagt, ne, also Adam Smith und seine unsichtbare Hand, die Invisible Hand, das ist eben so, das hat Adam Smith sich nicht vorgestellt in seinen Theorien eines sich selbst regelnden Marktes, weil wenn man es mit 5 Big Playern zu tun hat, dann wird da nicht so etwas geregelt. Und da ist auch nicht so, dass sie einfach als Wettbewerber zu ihrem Banker gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal hier 50 Milliarden, um meinen Laden aufzuziehen. Das ist so ein Make-My-Day-Moment für ihren Banker. Und dann wird er noch in Jahren drüber reden dann. Also muss man sich überlegen, wie ist die Macht- und Marktkumulation hier tatsächlich vorhanden und welche Herrschaft führen diese Unternehmen aus. Wir haben das natürlich auch gesehen bei Google. Google ist angetreten damals mit dem Hinweis, wir sind die Guten. Und eigentlich haben wir das auch alle irgendwie geglaubt, bis wir dann merken, okay, noch guter sind unsere Daten, die wir an diesen Laden weitergeben. Und damit machen sie ihr Geld. Und deshalb ist hier immer die Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie etwas machen, wem übertrage ich Kompetenzen, Wissen und Daten? Kompetenz ist auch so, wenn Sie ChatGPT einen Teil Ihrer Verwaltungsaufgaben übergeben, was auch sinnvoll ist. Heute Nachmittag bin ich beim Landeskulturverband und zeige denen, wie sie da also als Best Practice, wie also Vereine und gerade im Kulturbereich, wo es ja eher ein bisschen prekärer zugeht, wie man da ganz praktisch mit bildgenerativen Tools und ChatGPT halt eine Menge Zeit sparen kann. Trotzdem muss man sich dessen bewusst sein, dass es eben keine, das sind keine NGOs, die diese Sachen betreiben. Dann geht es natürlich um Authentizität und Verantwortung. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Wir haben alle dieses Bild gesehen, ja, also der Papst, wie heißt er nochmal? Dieser Mode. Egal, jedenfalls, als ich das Bild zuerst gesehen habe in den sozialen Netzwerken, wurde mir das eingespült, und aber ohne großen Kommentar. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber auch richtig, so kommt er richtig gut durch den Winter. Und es war mir überhaupt nicht klar. Und ich dachte auch, ja, dass das so kalt ist in Rom, guck mal an. Mir war überhaupt nicht klar, dass es ein KI-Bild war. Und ich beschäftige mich mit diesem Phänomen seit anderthalb Jahren.
Und erst beim zweiten oder dritten Mal habe ich es gesehen. Und hier haben wir natürlich das Thema eben, darum nannte ich das nicht nur ein hypothetischer Realismus, hypothetisch möglich, sondern tatsächlich auch plausibel in seiner Ausführung. Und man muss schon sehr genau hinsehen. Es gab es Seiten, wo dann so ganz kluge Premium-Denker überall Pfeile dran gemacht haben und vergrößert haben und gesagt haben, hier kann man doch sehen, das ist ein Fake und hier, so betrachten wir alle keine Bilder. Also wenn wir das in einer Zeitschrift beim Arzt im Wartezimmer oder sowas sehen, wir würden überhaupt nicht drauf kommen, dass es ein KI-generiertes Bild. So gut ist die Qualität und wir sprechen hier von 2023, von einem Tool, was eigentlich erst vor noch nicht mal einem Jahr, nämlich Midjourney, die waren etwas late to the party, was die Qualität angeht, sind jetzt aber sozusagen Goldstandard. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie sehen diese Bilder im halben Jahr und in einem Jahr aus, weil wir können nicht von dem Ist-Zustand ausgehen, von dem wir jetzt hier reden. Ein anderes Beispiel, Amnesty International hat auf einer ihrer Internetseiten genau dieses Bild gezeigt. Und die haben den Shitstorm nicht begriffen, den sie bekamen, vor allen Dingen von NGOs und anderen Menschenrechtsunternehmen. Und jeder hat den Kopf geschüttelt. Und als ich das sah, auch, da habe ich gedacht, sag mal, geht's noch? Ich meine, wenn man jetzt von einem Laden ausgehen sollte, wo man sagt, da geht es nicht nur um Authentizität und auch nicht um Plausibilität, sondern um Wahrhaftigkeit der Bildinformation, dass dort wirklich eine Fotografie gezeigt wird und auch keine Fake-Fotografie, nichts Inszeniertes und die bringen ein KI-Bild. Sie hatten argumentiert, ja, sie meinen es, um eben kein Originalfoto zu bringen zum Opferschutz. Nur von der PR her ging das komplett in die Hose. Nach wenigen Tagen haben sie es dann, ich glaube nach zwei Tagen schon, haben sie es dann rausgenommen, nachdem sie kapierten, wie das rezipiert wird, wie so ein Bild wahrgenommen wird. Da sieht man aber auch, das ist alles noch so neu, dass selbst Profis auch im Bereich PR und Marketing nicht unbedingt wissen, was da passiert mit solchen Bildern und wie diese Bilder wirken. Grundsätzlich heißt das für euch alle und für Sie alle, also wenn es um Tatsachen geht, man kann diese Sachen gut benutzen, um zum Beispiel Deko-Bilder zu machen als Alternative zu endlosen Suchen bei Stockfotografie, bei denen man dann am Ende trotzdem nur irgendwie eine mittelmäßige Lösung findet. Aber es geht halt darum, wenn es um Tatsachen geht, um Dinge, wo es um Authentizität, Wahrhaftigkeit und Fakten geht, sollte man auf solche Tools, würde ich mal sagen, ganz einfach verzichten. Dann haben wir das große Thema Klischeeverstärkung. Ich habe ja gesagt, es geht um Muster. Das heißt, diese Tools sind per se nicht böse, die machen nichts, was böse ist, weil sie das so wollen, sondern das liegt einfach an der Umsetzung, dass immer der Mainstream wiederholt wird. Und wenn wir hier von Datenbanken von Bild- und Textkombinationen sprechen, dann kann man zum Beispiel sagen, wir haben hier ein positives Beispiel, ChatGPT-4, da ist DALL-E 3 integriert. OpenAI manipuliert diese Datensätze. Das heißt, das, was die Datensätze eigentlich gar nicht hergeben, verändern sie selbst. Sie versuchen wirklich sehr divers zu sein. Das ist natürlich vor allem auf den US-amerikanischen Markt und den US-amerikanischen Gegebenheiten angepasst. Aber das steht uns gut an, wenn wir das auch so machen. Das sieht man allein schon an den Diskussionen, wenn irgendein Produkthersteller nur ein People of Color oder sonst etwas reinbringt in die Werbung, dann ist gleich Kabelbrand im Herzschrittmacher in den sozialen Netzwerken. Und also macht OpenAI das so, dass sie diese Bilder entsprechend oder die Ergebnisse manipulieren, das heißt, sie greifen dort ein. Hier haben wir auch das große Thema Open Source oder nicht Open Source. Da können wir jetzt länger drüber reden, aber der Punkt ist, das spricht eben gegen Open Source. Stable Diffusion ist eine Open Source Lösung. Wenn aber die Datensätze halt nicht so vorhanden sind, es geht hier nicht um Werkzeuge, die wir verwenden wie ein Schreibprogramm, da wo es egal ist, ob ich Open Office nehme oder Microsoft Word. Und dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, eine Open Source Lösung zu nehmen. Nein, hier werden ja die Inhalte selbst generiert.
während mein Word-Dokument oder mein Open-Office-Dokument erstmal gar nichts generiert. Von selbst machen die erstmal gar nichts. Also das ist das Ergebnis, was man bei Dolly 3 rausbekommt. Zum Thema Politiker nämlich. Und bei Midjourney ist das mal ganz klares Statement, was daran liegt, dass die meisten Politiker in den Bildtextdatenbanken, das ist der Grund, dass man sagen kann, das ist eine Mehrheitsgeschichte und die Mehrheit aller Politiker ist auch heute noch männlich. Auch wenn sie das eben, das, was aber hier dargestellt wird, spiegelt die Realität in den Parlamenten heute, 2023, nicht mehr so ab. Aber wohl 1990 und noch früher. Und meine Assoziation war dieses Plakat natürlich von Klaus Steck von 1976. Und da ist auch dann tatsächlich, wenn man sich diese Tools ansieht, immer noch was dran. Weniger harmlos ist es, wenn man eingibt bei Midjourney, zeig mir das Porträt eines Terroristen. So. Warum ist das hier natürlich ein Problem? Das Tool möchte weder rassistisch kommen und auch nicht islamfeindlich rüberkommen. Wenn wir uns aber betrachten, und es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man jetzt sagt, okay, aktuell Nahostkonflikt wird das ja irgendwie passen, aber es geht ja eben nicht um eine aktuelle Situation, sondern um einen allgemeinen Begriff. Diese Bildtextdatenbanken sind natürlich vor allen Dingen aus den Zeiten, wo digitale Bilder vorhanden waren. Nicht früher, bis auf wenige Digitalisate, die es gab. So, und was komplett fehlt, ist beispielsweise, die Älteren werden sich erinnern, in den 70er und 80er Jahren hingen überall in den öffentlichen Räumen, in jeder Bank, in jeder Sparkasse, Fahndungsplakate Rote Armee-Fraktion, Linksterrorismus. Ja, das gehörte einfach dazu. Und wenn man zur Post ging und ein Paket wegbrachte, überall gab es diese Fahndungsplakate. Dieses Thema, das waren aber sozusagen analoge Geschichten. Da gab es kein Riesenthema, weil es kein, als Digitalisat. Und wenn man jetzt aber in die jüngste Zeit geht, NSU-Morde, das waren keine Leute aus dem Nahen Osten, Sturm aufs Kapitol, USA, Hanau, also zum Thema Terrorismus, wenn man darüber nachdenkt, zum Thema Terrorismus würde einem ein ganz großes Spektrum, auch die Diversität von Gewalt einfallen, eine ganze Menge. Nur, was hier vorhanden ist, ist natürlich vor allen Dingen mit Beginn der digitalen Moderne und der Selbstverständlichkeit von digitalen Bildern, ist hier eingeschrieben vor allen Dingen 9/11 und alles, was danach folgte. Das heißt, das ist ein Problem. Dann daraus sozusagen klischeehaft zu machen, Terrorismus ist immer islamistischer Terrorismus. Diese Diskussion führen wir gerade gesellschaftlich und die ist eben deshalb oft zu einseitig und zu simpel gestrickt. Es geht anders bei den Politikern, die ich eben gezeigt habe, wenn man bei diesem Tool eingibt, ein Team in einem Unternehmen, da wird es plötzlich tatsächlich realistisch. Warum? Weil natürlich in Unternehmen also Geschlechtervielfalt, beziehungsweise auch Frauen als CEOs, jetzt eine Geschichte sind, die schon länger zurückliegt. Was folgt daraus? Also man muss auf überkommene und falsche Klischeeverstärkung achten. Also immer wenn man diese Bilder, wenn Sie diese Bilder verwenden, in irgendeiner Art und Weise, wenn Sie mit diesen Tools arbeiten, seien Sie aufmerksam und achten Sie darauf, was da rauskommt. Ob das in irgendeiner Art und Weise Probleme geben könnte, dass Sie in eine Diskussion geraten, in die Sie überhaupt nicht rein wollen und die auch überhaupt nicht Ihre Absicht war. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.